Leute, bevor das Video anfängt, ihr wisst, ich habe einen Online-Shop, den es gibt und da verkaufe ich die schönsten Lashes der Welt. Hey, Leute, auf jeden Fall, wir haben gerade so eine coole Aktion und es gibt ja bei uns Lashes, die 25 Euro kosten und die sind gerade 5 Euro billiger. Deswegen solltest du in die Infobox gehen, den zweiten Link klicken, da wo Lisha Lashes Shop steht und dann bekommt ihr heute und in den nächsten Tagen das Paar Glamorous für 5 Euro günstiger. Deswegen, wenn ihr schöne Lashes wollt, geht in die Infobox, da findet ihr die schönsten Lashes der Welt und ich werde euch in den nächsten Tagen mal ein Video machen, wie man Lashes richtig anbringt, weil es hat mich sehr erschrocken, dass viele das anscheinend nicht wissen und ich hoffe, mit dem Video werde ich euch helfen. Und jetzt gehen wir weiter zu ABK. Ein wunderschönen! Lisha und Lou sind wieder am Start und heute machen wir eine Reaktion, Leute. Ihr habt uns mit Nachrichten zugetextet und meintet, ABK hat ein neues Lied. Leute, wirklich, egal wer ein neues Lied macht, wir werden wirklich immer voll gespammt. Aber jetzt gerade ging es echt unglaublich los. Wir wussten gar nicht, was los ist. ABK Musik, wir mussten erstmal überlegen. Wir mussten erstmal sortieren, was da los ist. Und dann haben wir gesehen, momentan Trends Platz 1 und wir sind echt gespannt. Und ja, ich wusste gar nicht, dass ABK überhaupt Musik macht. Deswegen bin ich jetzt umso gespannter und ich würde sagen, wir legen los. Mega gespannt, Leute. Ja, ach, hier ist Baller. Ich will Konten in Schweiz, deshalb heu dicker Brada mit Plombe 03, Digi-Kombis verteilen. Ich kenn die Hopra, denn ich bin noch mehr Fuchs als das Bandicoot war. Bisschen tot, ja, mein Magazin ballert, denn zu deinen Füßen liegt Paradies, Mama. Von der Straße, mein Hunger war groß, ja, ich geh nicht mehr schlafen vor 100 Jahren. Ach, ich mach Barra mit Kanapex, Stoff aus Kitama und Marrakesch. Meine Jungs lieben Hagar auf Gavane, ich geb die Galasch, ich baller wie Lacazette. Oh Mama. In Krise das Para fehlt, Walla Bruder, ich schieße für Mamas Tränen. Zahl dir die Miete noch parallel, Walla Bruder, ich schieße für Mamas Tränen. Zwischen den Leute, ganz, Alter. Ganz ehrlich, ich hätte damit jetzt nicht gerechnet. Nee, ich auch nicht. Ich hätte ja gedacht, jetzt kommt so ein trauriges Lied, allein schon der Titel Mamas Tränen, aber so leicht kann man sich täuschen. Wer war das? Sami, der bis jetzt gerappt hat? Sami, ja, Sami. Heftig. Leute, den kannte ich bis heute noch gar nicht, ehrlich gesagt. Und ich bin positiv überrascht. Ich finde, der Beat ist heftig. Mir gefällt der Beat extrem. Es ist wieder so ein gute Laune Sommerlied. Und er hat es heftig drauf. Autotune hin oder her. Ich finde, der Rap, der Flow ist richtig gut. Ja, man, wer macht kein Autotune? Ja, ich verstehe auch nicht, warum die immer so einen Film darum machen. Das ändert ja nichts daran, dass ein Mensch rappen kann. Es ändert ja nichts am Flow. Es ist einfach nur sowas wie ein Filter für die Stimme. Und das ist nichts Schlimmes. Eben. Es hört sich richtig gut an. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Yo, weiter. Walla Bruder, ich schieße für Mamas drin. Zu deinen Füßen liegt Paradies. Walla Bruder, ich schieße für Mamas drin. Ich hab noch die Fotos im Bilderrahmen. Mama, ich zahl dir die Wohnung und Pilgerfahrt. Fick auf Fame, ach, ich bleib akkurat. Guck dieses Game, Digi, Behbet, der Marokkan. Komm in Camouflage, guck, ich bleib Ganove. Ich hol mir meinen Hack mit der Bleipistole. Yeah, mach mit Ganja Profit. Digi, bin auf der Flucht vor der Guarda Civil. Bruder, ich schwör, ja, ich jag jeden Euro. Guck, alles hier scheint grau. Hunger im Magen, die Taschen waren leer. Ich mach Mama zur reichen Frau. Oh Mama. Leute, was ist das für ein süßes und cooles Lied? Ja, Mann, es ist wirklich cool. Es ist auf Mama bezogen. Richtig, richtig cool. Ich finde es so süß. Wir hatten ja vor kurzem die Reaktion auf Rafkam. Nee. Auf 18 Karat, sorry, Mama ist nicht stolz. Mama ist nicht stolz. Da gefällt mir das Lied gerade, der Track, was mit Mama zu tun hat, um Meilen besser. Ich hätte das niemals gedacht, wenn vom mir jemand Text gesagt her, hätte. Du auch, ne? Alles vom Text her, vom Beat her, vom Rap her, auch wie ABKs Part gerade war. Der Junge macht einfach gute Laune, das ist so einer.
so ein kleiner, niedlicher Trottel irgendwie, der sich nicht verstellt, der aus armen Verhältnissen kommt. Ich gönne das solchen Leuten. Wirklich, ich habe die Schnauze voll von diesen YouTubern, die so vor der Kamera sind. Hey Leute, heute gibt es ein neues Video von mir und wenn du wissen willst, was in dem Video passiert, dann musst du dranbleiben. Bis zu den letzten 10 Sekunden. Ich hasse diese YouTuber, die denken, sie wären in den Nachrichten oder weiß ich nicht wo. ABK ist wirklich einer von den ganz wenigen YouTubern, die sich treu geblieben sind, finde ich. Und man hat oft mitbekommen, dass er aus armen Verhältnissen kommt, dass er seiner Mama das Geld gibt, was er verdient. Und solchen Jungs gönne ich den größten Erfolg der Welt. Und ich hoffe auch, wenn er erfolgreicher wird, dass er trotzdem der ABK bleibt, auf dem Boden bleibt und immer cool bleibt, so wie er halt ist. Richtig. Hören wir weiter. In Krise das Parafilm, Walla Bruder, ich schieße für Mamas drin. Zahl dir die Miete noch parallel, Walla Bruder, ich schieße für Mamas drin. Zwischen den Dieben für Haramis, Walla Bruder, ich schieße für Mamas drin. Zu deinen Füßen liegt Paradies, Walla Bruder, ich schieße für Mamas drin. Auch wenn in Krise das Parafilm, Walla Bruder, ich schieße für Mamas drin. Zahl dir die Miete noch parallel, Walla Bruder, ich schieße für Mamas drin. Zwischen den Dieben für Haramis, Walla Bruder. Ganz ehrlich, ich hätte gar nicht gedacht, dass ABK sowas kann. Und auch manche denken ja, okay, man muss etwas auswendig lernen und einfach schnell reden, das war's. Stimmt nee. Nicht, Leute. Stimme ist wichtig, der Sound der Stimme ist wichtig. Ja. Dann fehlerlos deutlich zu sprechen ist wichtig. Das sind so viele Faktoren, ich find's Leute. Das ist mega cool. Das hat er echt richtig gut gemacht. Walla Bruder, ich schieße für Mama drin. 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 Wow. Wow, wow, wow. Ich glaube, ich war selten so positiv überrascht, Leute. Fast sprachlos. Ich finde es so heftig gut, wirklich, muss ich ehrlich sagen. Ich lobe niemanden, der es nicht verdient hat zu loben und ich mache niemanden schlecht, der es nicht verdient hat, schlecht gemacht zu werden. Und hier, wer hier was Negatives sagt, ist in meinen Augen ein Haufen Scheiße, sage ich ganz ehrlich. Da kann man nichts Negatives sagen, oder? Nee, Mann, ich finde, das ist richtig cool geworden. Ja, extrem. Es ist sehr angenehm, das Lied, der Beat ist cool. Ich weiß nicht, ob die Frau im Video ABKs Mutter ist oder Samis Mutter, aber eine sehr, sehr niedliche Frau, die passt auch zum Video. Das Video passt auch zum Lied. Ich finde alles richtig cool. Der Text ist auch so schön. Ich finde es so schön, wenn Jungs zeigen, dass sie ihre, oder Männer zeigen, dass sie ihre Mutter verehren. Richtig. Weil es kommen so dumme Sprüche immer von wegen Mutter, Söhnchen, bla bla, du bist kein Mann, die scheißen drauf. Deren Mutter ist wirklich, man sagt ja auch im Islam, unter den Füßen der Mutter liegt das Paradies. Mm. Und wenn man eine Mama hat, die das wert ist, dann glaube ich, dass unter den Füßen das Paradies liegt. Mütter sind etwas Unglaubliches. Und einer Mama den Song zu widmen, statt von Schlampen und Drogen zu rappen, was gibt's Schöneres, Hut ab, wirklich. Ich hoffe, bleibt noch lange auf Platz 1 und solchen Leuten gönne ich auch jeden Erfolg der Welt. Yes, sir! Heftig, heftig.